Im Juni 2011 wurde der Supercomputer VSC2 offiziell eröffnet. Er ist einer der leistungsfähigsten Computer der Welt und dient für Berechnungen in Wissenschaft und Forschung. Obwohl die Arbeiten am und im Objekt 214 am Gelände des Wiener Arsenals noch nicht ganz abgeschlossen waren, dürften wir den Computer sehen, der einen Platz unter den 100 schnellsten Computern der Welt einnimmt. Wir sind hier gemeinsam mit Dr. Peter Marksteiner. Er ist Experte für Supercomputing am Zentralen Informatikdienst der Universität Wien und wird uns etwas näher den neuen Supercomputer der Universität Wien, der TU und der BOKU vorstellen. Ein Supercomputer der Wiener Universitäten, genauer gesagt der Universität Wien, der Technischen Universität Wien und der Universität für Bodenkultur, ein gemeinsames Projekt. Scientific heißt, er ist natürlich für wissenschaftliche Applikationen gut, also er ist nicht für irgendwelche, keine Ahnung, Datenbanken, Verwaltungsapplikationen oder sowas da, sondern rein für wissenschaftliches Rechnen. Und es ist ein Cluster. Cluster heißt in diesem Zusammenhang ein Verbund von vielen, vielen, vielen Rechnern, die mit einem Netzwerk zusammengeschlossen sind. Viele, viele heißt in diesem konkreten Fall 1314. Das war die ursprüngliche Planung. In der Zwischenzeit sind noch etwas mehr geworden, 1320 ungefähr. Das heißt, wir haben einen Großcomputer, der eigentlich aus mehr als 1000 einzelnen Computern besteht. Ja, und damit kann er natürlich viel, viel mehr rechnen als ein einzelner Computer. Die Prozessoren in so einem Computer unterscheiden sich nicht wesentlich von denen, wie man sie in einem beliebigen Desktop-Rechner findet. Eine ganz wichtige Komponente ist das Netzwerk. Ich habe nichts davon, wenn ich mir über 1000 Rechner hinstelle, die nicht sehr schnell und sehr effizient miteinander kommunizieren können. Bei allen Supercomputing-Projekten ist die Infrastruktur, das Rundherum, Klima, Stromversorgung ein ganz essentieller Teil, vor allem auch ein essentieller Teil der Kosten. Und um hier Kosten zu sparen, muss man alle möglichen Tricks ergreifen. Das war zum Beispiel beim VSC2 ein Teil der Ausschreibungsbedingungen. Mit 30% der Bewertung ist der Stromverbrauch eingegangen. Das heißt, wir bemühen uns hier direkt wirklich im Sinne der Green IT Energie zu sparen. Unser VSC2 hier ist im Juni dieses Jahres das erste Mal in dieser Top 500 Liste vertreten gewesen mit 135 Teraflops. Es gibt hier eine einzige Kennzahl, die hier gemessen wird, nämlich wie lange dieser Computer braucht, um ein System von linearen Gleichungen zu lösen. Die Leistung wird dann gemessen in Flops, das nennt man Floating Point Operations per Second, also Rechenoperationen pro Sekunde, und hat damals den Platz 56 erreicht. Im November ist die neue Liste erschienen. Wir haben zwar jetzt mehr Teraflops, weil inzwischen der Cluster stabiler läuft und wir schon einiges jetzt verbessert haben, nämlich 152, fast 153, 152,9 um exakt zu sein, sind aber trotzdem auf den Platz 77 zurückgefallen. Es wird oft die Frage gestellt, was ist denn eigentlich ein Supercomputer? Ich habe hier ein Papier mitgenommen, das stammt aus dem Jahr 1988. Und das war eine Projektstudie für einen Supercomputer für Österreich am IEZ. Wenn wir da nachschauen, steht jetzt, die haben das da irgendwelche Erfindungen, gibt es Mini-Supercomputer, Near-Supercomputer, Supercomputer, also echte Supercomputer, Large-Supercomputer, Multiple-Supercomputer. Und nach der Definition, die Sie hier haben, ist ein Supercomputer etwas mit 20 bis 35 Megaflops. Ich werde mal schauen, ich glaube, ich habe einen Supercomputer mit, den habe ich eingesteckt. Hier, mein iPhone, hat irgendjemand sich den Spaß gemacht und hat hier eine Linpack-App geschrieben, wo man diesen Linpack-Benchmark, mit dem man Supercomputer misst, auch auf dem iPhone laufen lässt.
Average Megaflops 33,63. Das heißt, laut der Definition aus dem Jahr 1988 habe ich hier einen echten Supercomputer. In der Zwischenzeit haben die ganz ordinären, gewöhnlichen PCs immer mehr aufgeholt. Sprich, was man sich so als PC unter den Schreibtisch stellt, hat immer leistungsfähigere Prozessoren bekommen. Und wir haben dann ein Nachfolgesystem für diesen Alpha-Cluster ausgeschrieben, das längere Zeit auf sich warten hat lassen. Aber das war dann ein reines PC-System. Das waren wirklich 160 Desktop-PCs, die mehr oder minder auf Kellerregalen zusammengestanden sind und über ein Netzwerk verbunden worden sind. Das war der erste Rechner, mit dem es der Universität Wien gelungen ist, je überhaupt in der Top 500-Liste vertreten zu sein. Dieser Cluster hat den Namen Schrödinger bekommen, nach dem bekannten Physiker und Mitentdecker der Quantenmechanik Erwin Schrödinger. Dieser Cluster wurde dann zweimal ausgebaut. Es gab einen Schrödinger 2 und einen Schrödinger 3. Es gab auch entsprechende Anträge beim Ministerium und das Ministerium hat dann alle diese Anträge miteinander abgelehnt mit der Begründung, warum wollt ihr alle dasselbe machen? Macht's doch was gemeinsam. Das war die Geburtsstunde des VSC. Wir haben dann die TU Wien und die Uni Wien gemeinsam an diesem Projekt gearbeitet. Die TU Wien hatte schon länger eine Zusammenarbeit mit der BOKU. Und aus dieser Zusammenarbeit ist der VSC 1 entstanden. Und das hier der VSC 2 ist, es gab schon vorher, oder eigentlich gibt noch immer, einen VSC 1, der steht nicht hier, sondern auf den Freihausgründen im Zentralen Informatikdienst der TU Wien. Die große Frage ist, wer braucht das eigentlich? Wer verwendet das? Wozu ist dieser Cluster gut? Der Minister Töchterle war diesen Cluster besichtigen im Juni heuer aus Anlass der Top 500 Liste und hat gesagt, eigentlich interessiert ihn nicht der Top 500 Platz, ihn interessiert, dass unseren Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ein exzellentes Werkzeug zur Verfügung stellt. Und ich glaube, damit hat er vollkommen recht.